In diesem Video möchte ich zeigen, wie man das Online-Werkzeug Graspable Math nutzen kann, um das Umformen von Gleichungen zu üben. Ziel dieser Umformung ist als erstes zunächst mal natürlich die Lösung der Gleichung zu bestimmen. Und das könnt ihr im Prinzip hier mit diesem Werkzeug machen. Wie das geht, zeige ich gleich. Und was man als zweites hier drin machen kann, ist im Prinzip nachvollziehen nochmal, wie man die Probe macht. Ich habe hier jetzt Aufgaben aus dem Mathematikbuch EDM 7 und von einer der Aufgaben, wo dann eben hier solche Gleichungen gegeben sind. Und Ziel ist es jeweils, die Lösung zu bestimmen und die dann auch zu kontrollieren. Jetzt ist es so, dass ich mir zunächst mal diese Gleichung am besten kopiere. Dazu gehe ich mit dem Mauszeiger hier zu der Gleichung und da erscheint dann hinten dran ein runder Knopf, den halte ich fest und ziehe ihn zur Seite. Dadurch fertige ich von dieser Gleichung eine Kopie an. Jetzt geht es an die Äquivalenzumformung. Die Vorgehensweise bei diesen einfachen Gleichungen ist ja so, dass ich im Prinzip schaue, was habe ich da. Ich habe hier auf der linken Seite einen Ausdruck, wo ein Summand vorkommt, wo x und ein Faktor davor enthalten ist. Und dazu wird dann Plus oder Minus eine Zahl gerechnet. Also ich habe hier letztendlich eine Summe mit einem Summanden, der x enthält und einen Summand, der kein x enthält. Und die Vorgehensweise bei diesen einfachen Gleichungen, wo da nur auf der linken Seite so eine Summe ist und rechts nur eine einfache Zahl ist, dass ich zunächst mal diese Zahl hier entferne. In diesem Fall steht ja hier 8x plus 10 und damit das 8x dann alleine da steht, muss ich minus 10 rechnen. Solche Äquivalenzumformungen schreiben wir im Heft ja üblicherweise auf, indem wir dann einen Strich hinten dran schreiben und dann Operation notieren. Also das wäre jetzt in diesem Fall minus 10. Das ist nicht wirklich gut zu sehen, wie ich das geschrieben habe, aber nur, um was es geht. Bei Graspable Math mache ich das so, dass ich das Werkzeug Transform auswähle und etwas länger auf das Gleichheitszeichen drücke. Es öffnet sich dann ein Fenster, da steht ein E drin in der Eingabezeile. Das steht für die Gleichung, Equation auf Englisch. Und diese Äquivalenzumformung, die ich durchführen möchte, die gebe ich jetzt hier ein, nämlich minus 10. Und dann auf Done, also sprich, es ist erledigt. Hier steht auch Enter an Operation to apply to both sides of the equation. Also gib eine Operation an, die auf beiden Seiten der Gleichung angewandt werden soll. So, jetzt lösche ich gerade erstmal meine handschriftliche Notiz da hinten, damit die nicht stört. Und was jetzt gemacht wurde, ist im Prinzip, dass genau das gemacht wurde, was ich gewollt habe, nämlich, dass auf beiden Seiten diese minus 10 gerechnet wurde. Jetzt ist ein bisschen ungünstig, dass ich nicht mehr sehe, was vorher war, aber ich kann die vorherige Gleichung sichtbar machen, indem ich hier hinten mit dem Mauszeiger draufgehe. Da sieht man, da sind zwei übereinanderliegende Kreise und die zeigen, dass da mehrere Sachen übereinander liegen. Wenn ich daran ziehe, klappt sich das Ganze quasi auf und ich habe die ursprüngliche Gleichung da. Jetzt ist ja das Ziel, das Ganze zu vereinfachen und das kann ich machen, indem ich die Rechenzeichen anklicke. Also zum Beispiel hier das minus 10, da wird dann gerechnet plus 10 minus 10. Das ergibt dann 0. Diese 0 kann ich ja eigentlich weglassen, da klicke ich das nochmal an. Und dann bleibt nur noch 8x übrig. Auf der rechten Seite 34 minus 10 kann ich ja direkt rechnen. Und dann ist da das Ergebnis. Jetzt ist es so, dass diese Rechnung im Prinzip sehr viel länger ist, als man das üblicherweise aufschreiben würde. Für Anfänger ist es durchaus sinnvoll, diese Äquivalenzumformung, in diesem Fall also das minus 10, ruhig aufzuschreiben. Aber hier diese Schritte dazwischen, die bringen nicht so viel. Man kann deshalb sagen, okay, diese zwei Zwischenschritte möchte ich nicht unbedingt sehen, denn sie bringen mir nicht so viel. Das ist halt, sind halt Überlegungen, die durchgeführt werden müssen, aber die muss ich nicht jedes Mal aufschreiben, weil das zu viel Zeit kosten würde. Der nächste Schritt wäre jetzt weiter, damit ich sagen kann, was für einen Wert hat x. Ich muss hier jetzt
da hier steht 8 mal x durch den Faktor vor x teilen, in diesem Fall also durch 8. Diese Äquivalenzumformung nehme ich wiederum vor, indem ich länger draufklicke und dann hier geteilt durch 8 eingebe. Hier wird halt anstatt dem Geteilsymbol, das wir gewohnt sind, hier dieses da oder ein Doppelpunkt, wird halt ein Bruchstrich geschrieben, was aber ja genau richtig ist. So, hier ist jetzt so, dass es also gleich sich so ein bisschen ausklappt. Das ist also eben die Durchführung der Äquivalenzumformung durch 8. Und im nächsten Schritt könnte ich jetzt kürzen. Das heißt, ich könnte die 8 und die 8 kürzen, dass das wegfällt. Und hier die 8 mit der 24. Das Kürzen geht so, dass ich von unten die Zahl, die ich kürzen will, nach oben ziehe. Und dann ist eben hier die 8 weggekürzt. Und hier, das geht mit der 24 auch, weil die ja auch durch 8 teilbar ist. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich könnte das Ganze eben natürlich auch wiederum ausklappen, aber es ist eigentlich sinnvoll, dass man das Ganze quasi so vereinfacht, weil das zeigt alles Wesentliche. Die Aufgabe wäre, dass ihr im Prinzip diese Umformung durchführt, dass ihr letztendlich auf die Lösung kommt, in diesem Fall x also gleich 3. Wenn man das Ganze aufschreibt, müsste man hier eben hinschreiben, was habe ich da gemacht, das war minus 10 und hier an der Stelle habe ich geteilt durch 3 gerechnet. Was natürlich auch nicht da ist, sind die Doppelpfeile für die Äquivalenzumformung. Na, hier an der Stelle muss es nicht hin, aber in der zweiten Zeile. Also jeweils noch die Äquivalenzumformung. Wenn ihr also eine Aufgabe in Graspable Math dieser Art durchführt, macht es so, dass ihr vielleicht auch durch Probieren zu einer Lösung kommt. X ist gleich 3 zum Beispiel in diesem Fall. Aber aufschreiben solltet ihr das also mit den Äquivalenzumformungen und mit den Doppelpfeilen, um anzudeuten, dass das hier eben eine Äquivalenzumformung ist. Jetzt ist es so, dass ich üblicherweise, wenn man das von Hand gemacht hat, nochmal eine Kontrolle durchführe. Und das geht üblicherweise so, dass man ja die Gleichung nimmt. Sprich in diesem Fall, ich kopiere sie mir irgendwie nochmal hier unten hin. Und setze dann für die Variable x, für die ich hier einen Wert bestimmt habe, diese Zahl ein. Das kann ich hier relativ einfach machen, indem ich das x greife und hier unten hinziehe. Das Ganze wird dann eingetragen und ich kann wiederum eine Vereinfachung vornehmen und sehe dann letztendlich, dass natürlich hier jetzt die Gleichung erfüllt ist. Bei x gleich 3, nämlich 34 ist gleich 34 und das ist ja eine wahre Aussage. So, und dann habt ihr diese typischen Übungen durchgeführt, die man üblicherweise mit diesen Aufgaben hier oder mit diesen Gleichungen durchführt. Wenn ihr die nächste Aufgabe machen wollt, könnt ihr entweder die Seite neu laden oder ihr löscht. Also Erase für Radieren. Da radiert man aber eigentlich nur alles weg, was man handschriftlich dazugegeben hat. Hier mit Arrange kann man diese Sachen hier so löschen und dann eben wieder mit dem Werkzeug Transform sich die nächste Gleichung vornehmen und dann die Äquivalenzumformung durchnehmen, indem man lange hier draufklickt. Also zum Beispiel minus 4 in dem Fall. Und wieder ausklappen, um zu sehen, was dann letztendlich rauskommt. Genauso geht es eben nicht nur bei diesem Aufgabentyp, sondern auch bei anderen Aufgaben und Aufgabenstellungen, bei denen die Gleichung dann vielleicht auch ein bisschen anders aussehen, nicht immer nur auf der einen Seite. Ihr solltet von diesen Aufgaben hier, von der Aufgabe Nummer 12 auf Seite 243, mehrere Aufgaben machen. Ich würde nicht unbedingt nur die ersten nehmen, sondern also aus verschiedenen Stellen, also weiter vorne, Mitte, hintere Mitte und auch am Ende, weil die Aufgaben werden dann nach hinten innen schon schwieriger.